Wir melden uns heute aus dem Hotel zum Schwarzen Bären aus der Herrenstraße in Linz. Dieses Haus mit Vorgänger, ein Gasthof aus dem 15. Jahrhundert, hat man in alten Plänen der Stadt Linz gesehen, noch damals außerhalb der Stadtmauern. Und heute ist dieses Hotel zum Schwarzen Bären unter der Leitung des Juniorchefs, und zwar Michael Nell. Er ist 29 und Juniorchef ist es seit dem Jahr 2003. Gratuliere mir ganz herzlich. Recht herzlichen Dank. Michael, weil es da so gemütlich ist in den Bärenstuben, bleiben wir vielleicht beim Du. Die Gäste und Tester haben eure Küche bewertet, Rang 3 des Linzer Gourmet-Rankings. Worauf glaubst du selber, führt man das zurück? Eigenlob riecht ja meistens nicht besonders gut, aber trotzdem. Ein recht herzliches Dank an unsere Gäste, ein Dankeschön noch einmal an die Tester, danke dir Walter. Du gehst, wie ich weiß, auch in die Küche nachschauen und kosten. Ja, vor allem tue ich sehr, sehr gerne kosten. Wir kreieren gemeinsam Speisen, ich mache die Weinbegleitung dazu, aber er ist natürlich der Chef in der Küche. Weinbegleitung ist Michael Nell jetzt sehr bescheiden, er ist Weinsommelier. Ja, Diplom-Sommelier, schon seit den Jahren 2005 und das ist mein Hobby. Das heißt, Empfehlung, welchen Tropfen man zu den hervorragenden Speisen der Küche trinken sollte, kommen von dir? Ja, die Empfehlungen kommen von mir, natürlich auch von unseren Mitarbeitern, die sehr, sehr gut sind. Auch das Aperitif und das Digestif, und da stoße ich gleich mit dir an weiter. Vielen herzlichen Dank, das ist wirklich lieb. Vielleicht, Michael, ein schöner Sound. Kommen wir auch noch kurz zum Hotel an sich. Die Bärenstube ist jetzt ungefähr in der Einrichtung 20 Jahre jung. Mhm. Deswegen auch sehr gemütlich. Die Zimmer sind ganz, ganz modern. Ja, wir haben den letzten Umbau im 2008er Jahr und jetzt noch einmal nachgerüstet im 2011. Wir haben das ganze Hotel neu gebaut, bleiben aber trotzdem in unseren traditionellen Schuhen. Michael, ein kurzer Tipp noch. Dein Lieblingsgericht aus eurer ausgezeichneten Küche? Das ist das Richard-Tauber-Pfandl. Der Didi hat da Schweinefilet in Speckmantel kreiert mit Pfeffersauce, nach dem Künstler benannt, der bei uns geboren ist. Jetzt stoßen wir an auf den Schwarzen Bären und auf Richard Tauber mit einem schönen Sound. Prost! Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume weicht, wenn sie nicht küsst, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein. In der Lounge des Hotels zum Schwarzen Bären in Linz kann man auch die Schönheit des Seniorchefs Dominik Nell bewundern. Dominik, das Hotel schon seit längerer Zeit im Familienbesitz. Ja, seit 35 Jahren ist das Haus im Familienbesitz und seit 30 Jahren dürfen es meine Frau und ich betreiben und so aufrechterhalten, wie es jetzt sein soll. Und der Sohn ist aktiv, der Sohn ist bereits der Chef, der neue. Der neue Chef ist natürlich der Michael Nell. Der ist seit 2002 voll im Einsatz im Betrieb, hat die Übernahme schon begonnen und es freut mich sehr, dass er sich so intensiv für das Gewerbe interessiert, dass ich eine Zukunft habe. Wird der Stempel aufgedrückt von Dominik oder von Michael? Von beiden. Von beiden, dann bitten wir den Michael zu uns her. Dieses Hotel ist der Treffpunkt für die Kunst, denn Richard Tauber wurde hier geboren am 16. Mai 1891. Ja, das stimmt. Wir sind ein großer Künstlertreff, natürlich dadurch, dass sich der Richard Tauber hier geboren ist. Seine Frau, also seine Mutter hat am Landestheater gearbeitet und sein Vater, und da ist die Nähe zu uns natürlich gegeben. Und Stichwort ist auch Künstler des Linzer Landestheaters, des Bruckner-Orchesters und auch viele Chöre sind eure Gäste. Ja, wir haben den Vorteil, da wir die Küche bis 24 Uhr offen halten, jetzt kommen die nachher alle zu uns. Michael, wir haben schon gesagt, Diplom-Sommelier, Tourismuskommission der Landeshauptstadt Linz ebenfalls und Tester auch.
Auf der Wirtschaftskammer mache ich verschiedene Sachen eben und man muss sich für seine Stadt einsetzen. Und Tester? Tester mache ich die Lehrabschlussprüfungen, da darf ich das Essen testen und dann bewerten, ob die das geschafft haben. Dann schaut man sich für die eigene Küche etwas ab, den Gourmet-Ranking, der dritte Platz für Linz, ist ja ein sensationeller Erfolg. Ja, man muss natürlich immer überall die Augen offen halten. Die Vorsätze für die Zukunft? Noch besser werden. Gratulation. Danke. Dieter Güttelbauer ist der Küchenchef im Hotel zum Schwarzen Bären und wir sind hier in seinem Paradies. Dieter seit April 2001 im Schwarzen Bären, gelernt hat er im Kaufmännischen Vereinshaus in Linz. Dieter, herzliche Gratulation zuerst einmal zum Ranking, zum Gourmet-Ranking von Linz, zum dritten Platz. Es ist mir eine große Freude zu gratulieren. Die Küche ist offen von 16 bis 24 Uhr. Das heißt, man ist auch in den Abendstunden sehr willkommen im Hotel zum Schwarzen Bären. Wie viele Gerichte gehen denn so an einem gut besuchten Abend hinaus? Naja, das ist jetzt Gericht, das verschiedentlich natürlich, das kann ja schon mal sein, dass da 200, 300 gehen. Wenn man sich die Speisekarte hier im Hotel zum Schwarzen Bären anschaut, dann ist natürlich ein Richard Tauber Pfandl drauf, denn wie wir wissen, ist Richard Tauber hier auf die Welt gekommen. Dieses Richard Tauber Pfandl ist die Erfindung von wem? Ja, das ist Richard Tauber Pfandl Erfindung, das ist so Pfandl, da gibt es Gusto Pfandl, Haus Pfandl, wir haben natürlich das unser Pfandl als Richard Tauber Pfandl genannt, weil das Lieblingsgericht vom Richard Tauber war eigentlich ein ganz normales Gulasch Schnabula. Das war das einfach ein Gulasch mit einem Spiegelei, mit einem Essiggurkel und Kartoffel dazu. Und jetzt muss ich fragen, Didi, steht für ein Gulasch auf der Speisekarte Schnabula, so wie Richard Tauber dieses Gulasch bezeichnet hat, oder Gulasch drauf? Na, ich habe Kesselgulasch draufstehen. Also das heißt, Schnabula habe ich nicht draufstehen. Wie gesagt, Kesselgulasch. Und wenn Sie einmal herkommen in die Küche zum Schwarzen Bären oder beziehungsweise in die Bärenstube vielleicht, dann schnabulieren Sie einmal ein Schnabula, so wie es der Richard Tauber gerne genossen hat. Schnabula haben wir erklärt, das Pfandl für die vielen Gäste aus dem Ausland, die nach Linz kommen in den Schwarzen Bären. Ein Pfandl müssen wir jetzt auch noch erklären, Didi. Ja, Pfandl ist... Hast du eins da? Na klar, habe ich eins da. Pfandl ist ein Rändl, gut, das ist jetzt auch schwer zu erklären. Ja. Okay, wir schauen in die Lade. Und die holt ein Pfandl heraus und in diesem Pfandl. Jawohl, genau, da wird dann das Tauberpfandl natürlich serviert, so wie wir es halt im Hause Schwarzen Bären servieren. Also, recht, recht guten Appetit. Und noch einmal herzliche Gratulation zum Gourmet-Ranking Nummer 3 für den Schwarzen Bären und für Didi und seine Küche. Sag mir doch einmal, mein einzig Lieb. Sag noch einmal mir, ich hab dich lieb.